regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Seefeld. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Zuschauer, herzlich willkommen in Seefeld. Da sind wir bei Eckhard Lichtenberg. Und der hat drei Grazien mit am Tisch sitzen. So, Eckhard, erst einmal, das ist ein Anfang. Hast du immer so lieb reizende Damen um dich herum? Ja, ganz gerne. Du grinst da, gell? Das ist nicht so schlecht. Ich liebe sonst ein Lohr, also ja, war da sonst nichts. Wir stellen dir mal die Damen jetzt vor. Also bitteschön, von hier nach hier. Ich bin die Elisabeth. Das ist die Elisabeth. Ich bin die Claudia. Claudia. Und die Ilona. Und das ist der Eckhard. So, und miteinander nennt ihr euch wie? Wir sind die Erlinger Schnepfen. Aber was ist jetzt dann er? Also Schnepfen kann man ja weiblich durchaus dazuziehen, aber was bist jetzt dann du, Eckhard? Schnepferich? Das ist der Schnepfer. Der Schnepferer. Wie seid ihr denn auf den Eckhard gekommen als Begleitung, dass er mit dabei ist? Der Eckhard, der ist ein passionierter Volksmusikant und man braucht natürlich immer mal wieder Begleitung. Also ja. A cappella ist ja ganz schön, aber man braucht natürlich auch ein bisschen Musik noch mit dazu. Und deswegen bietet sich natürlich der Eckhard an. Seit wann seid ihr schon in dieser Konstellation dann unterwegs? Schon eine ganze Weile. Ja. Schon mindestens 15 Jahre. 15 Jahre? Ja, ja. Und der Eckhard ist auch schon ganz lang dabei. Warum denn Schnepfen? Also ich meine, Schnepfen ist ja nicht unbedingt immer das liebreizendste Wort für eine bayerische Frau, aber das ist ja, ist das aus eigener Erfahrung entstanden? Oder? Ich muss etwas anderes vor unter Schnepfen. Unter Schnepfen habe ich, will es nicht sagen, gell? Aber unter Schnepfen versteht man sich irgendwas Garstigeres. Ein Grund, und zwar ist das in Memoriam an einen lieben Freund von uns. Ja. Der ist im Kloster Andechstrom gestrandet, da ja. Sind ja wir daheim. Und der war einfach bei uns immer dabei, nach den Proben und so. Und der ist ganz schnell verstorben. Der hat Gehirnblutung gehabt. Aha. Und der hat zu unserer Sopranistin damals, das war jetzt der andere wie die Elisabeth, das war die Traudl, zu der hat aber gesagt, grüß die alte Schnepfen. Nett. Und in Memoriam, nett, ja. An, das war der Fritz Bayer, ja. Und in Memoriam an unseren Fritz heißen wir die Erlinger Schnepfen. Das ist der Grund. Darum heißen wir so. Und wie findet man sich? Ich meine, also man hört ja, also das ist der Sopran alt. Dazwischen auch noch ein wenig. Ihr wechselt es immer, gell? Ich habe ein wenig rausgehört. Wir sind in der Andechser Chorgemeinschaft. Ach, und das ist, ja. Ja. Daher kennen wir uns. Proben und ja, aber Proben und so und Stickeln, was passiert da so? Also wer sucht aus, wie arrangiert sie euch? Wie ist denn das so? Das machen wir miteinander. Ja? Ja, das machen wir. Demokratische Entscheidung. Alle Berufsseite ist man auch erst einmal hinkriegen, oder? Dass man das alles so zusammenbringt. Vergnügen dann. Ja? Genau. Das. Eckhard, und für dich auch, oder? Ein großes Vergnügen. Ja. Ich begleite sie sehr gerne. Wir müssen aber übrigens nochmal natürlich ansprechen, das Chorgarteln ist natürlich, auf das bin ich ja gestoßen, weil jeder natürlich in Seefeld gesagt hat, du möchtest zum Eckhard, Chorgärtner. Dass wir das einmal erklären, was das eigentlich für Begrifflichkeit ist im Bayerischen. Ja, das ist ein Zusammenhocken und Singen und Musizieren oder was erzählen, was vortragen. Das hat man halt früher gehabt, wo man da kein Fernsehen und kein Radio gehabt hat. Da hat man sich damit ein bisschen unterhalten und bekannt gemacht. Woher kommt jetzt bei dir diese Passion für die Volksmusik? Berufstätig warst ja du durchaus in einer anderen Branche unterwegs, in den Medien. Ja, ja. Ach, du hast Tanzmusik gemacht. Und dann ist meine Tochter gestorben, habe ich nicht mehr mingen. Ja. Und dann habe ich, konnte mir eine Zeit lang gar nicht mehr gespielt und dann sind Volksmusikanten zu mir gekommen, das waren auch drei Sängerinnen, die singen inzwischen immer, und sagt, du gehst zu uns, du begleitest uns. Und somit habe ich da ein bisschen umgelernt, weil das Begleiten von der Volksmusik ist ganz anders als Tanzmusik. Wie unterscheidet sich das? Ja, Tanzmusik ist schon alles mit Schlaggitarre, elektrisch und Volksmusik ist halt
ein bisschen was Gräbiges, was mehr fürs Herz was. Mhm. Mhm. Ja. Das hat dir gut getan und tut es immer noch. Na ja. Ja, freilich. Da sagst du das nicht. Ja, freilich. Das ist ja genau das. Ich glaube, das, wenn man so einen Alltagsstress auch hat und einen stressigen Beruf hat und man sitzt so ruhig dann beieinander und Musik ist dann schon, wenn man da so zuhört, das geht auch schon ein bisschen rein. Insel. Ja? Mhm. Genau so ist. Wer hat euch denn da eigentlich geprägt hinsichtlich dieser Volksmusik oder das Gefühl auch dafür? Es muss ja eine Stimme dafür geben, ein Ohr dafür geben, dass man das Richtige hört und auch das Richtige singt und spielt. Also ich komme aus der Rosenheimer Gegend und da gab es ja den Fanderl-Wastl. Ja. Und da war ich dann schon als Kind, sind wir mitgenommen worden, also meine Schwester und die anderen Geschwister, dahin zu denen, da gab es ja öffentliche Singen. Ja. Und da waren wir da dort und irgendwie sind wir da damit konfrontiert worden. Also vorgelebt natürlich auch, oder? Von den Eltern, Großeltern? Ja. Ich war in einem Kinderchor. Ja, okay. Und da war eine alte Pfarrerkirche, die uns die Sachen alle nahegebracht hat. Ein Liedl schöner wie das andere. Und da war ich meine halbe die Kindheit bei derer in der Stunde drin geguckt. Und da haben wir die Sachen gelernt. Aber das ist ja, wie gesagt, also ich bin natürlich da, um das zu hören, weil ich wunderschön finde. Können wir mal was ansingen? Also bringen wir mal was zusammen, also ihr zumindest, dürfen wir was hören? Freilich? Bitte, gerne. Dann ziehe ich mich zurück, Eckart, aufgemerkt. Aha. Jetzt kommt der Einsatz. Was? Singen wir die Zöne nicht. Mhm. Was habt ihr mit Tonart? F-Dur. Wir fahren mit der Zäun übern See, und fangen die Fischer, juche, juche. Fischer im Grund, gib gut Acht, sonst schwimmst in der Pfandrin auf Nacht. Fischer im Grund, gib gut Acht, sonst schwimmst in der Pfann drin auf Nacht. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Seefeld. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, da sind wir immer noch im gemütlichen Stüberl hier von Eckart Lichtenberg in Seefeld. Musiziert wird hier wie oft. Wie oft müssen ihr euch treffen? Ihr seid doch alle Profis, oder? Müsst ihr viel zusammenspielen, bevor mal so ein Auftritt stattfindet? Nein, wenn man einen Auftritt hat, dann müssen wir einmal probieren. Also eine dann Probe. Mhm. Seid ihr alles Musiker durch und durch? Repertoire und dann, genau, dann wird halt vorher noch mal probt und dann ist gut. Ist man eigentlich aufgeregt? Also ist man ein wenig angespannt, weil jetzt beginnt die Zeit, wo es wahrscheinlich wieder wegen mehr unterwegs ist. Ja, ist man schon und das muss auch sein. Mhm. Das muss auch sein, dass man ein bisschen angespannt ist. Bisschen so, dann wird das gut. Mhm. Sprecht ihr euch eigentlich über die Stickeln? Also hinsichtlich der Harmonie untereinander? Also gibt es auch mal eine Diskussion, wo man sagt, nein, Eckart, falsch gespielt, gefällt uns nie so? Oder wie läuft das? Ja, das kann schon passieren. Ja? Ja, wir schauen schon, wie der Einzelne so spielt. Und wir haben auch unsere Vorstellungen, wie ein Stück klingen soll. Und das sagen wir halt, tauschen wir uns halt aus und einigen uns irgendwie. Mhm. Gibt es jetzt da musikalische Vorbilder in Sachen Dreigesang, Volksmusik? Dass man sagt, so ganz früheren Zeiten hat man ein paar Vorbilder, denen man gern zugehört hat. Die Fischbachauer Sängerinnen sind bei uns gut vertreten in unserem Repertoire. Mhm. Die hören wir schon ganz gern. Jetzt frage ich mich aber dennoch, ne, dass, also, es ist eine gewisse Generation, die sich dieser Musik zuwendet. Die junge Generation, die so nachfolgt. Wie schaut es denn da so aus? Können denn mit sowas was anfangen? Oder wie funktioniert das? Wer kommt da? Wer hört euch zu? Also ich finde schon, dass die ganz Jungen mehr Interesse haben, was sie mit den Jugendlichen. Die gehen laufen den Fußball nach. Aber es gibt sehr viele so Junge, die Musikunterricht nehmen, Instrument lernen. Die sieht man mit der Gitarre am Buckel rumradeln. Und die haben schon, die Musiklehrer haben viele Junge. Aber in der Mitte der Felder. Wenn ihr hochgartelt, ja, also wenn ihr euch zusammensitzt und musiziert, das sind ja dann wahrscheinlich verschiedenste Musiker da, oder wie läuft sowas so? Ja. Ich habe jetzt einen Hochgarten gehabt am Samstag. Und wer kommt da alles? So rufst du da um und sagst, kommt's vorbei, spielt so irgendwann auf? Nein, da hängen Plakate auf, in der Zeitung ist das gestanden. Ach so, so funktioniert's. Und ich organisiere da verschiedene Gruppen. Ja. Und das war also recht schön. So, und wer kommt dann da?
Wer kommt da auf diese Veranstaltung? Mehr die ältere Generation. Ja. Mhm. Mhm. Die hören so. Und lassen sie da einfach schön berieseln, oder? Mhm. Und da lauschen andächtigst. Ja, aber gibt es so viele Gruppierungen also hierzulande, sage ich jetzt mal in der Gegend um Seefeld herum, oder muss man ein bisschen suchen? Also Musikgruppen gibt es schon, Gesangsgruppen gibt es wenig. Da schaut sie ja. Da seid ihr fast damit, so wir dann eigentlich zusammen raufen und zusammen bleiben. Wenn man da Gesangsgruppen will, da muss man viel suchen, bis man da eine hat. Ja. Ja, ich finde jetzt schon, dass es etliche gibt. Ja, es gibt etliche, aber so wenn du es nicht brauchst. Aber damit schon schauen. Das ist immer, wenn man es dann braucht, dann sucht man es, gell? Nein, Arbeit. Das ist ja laut allein, gell? Das ist ja genau das. Man braucht die Zeit mehr dazu, dass man es auch findet, gell? Aber wenn man sie zusammengekraft hat, schafft man es. Und bringt dann auch was Schönes zustande. Zum Schluss dürfte ich noch mal lauschen, natürlich auch die Zuschauer da drinnen. Ja? Ich bedanke mich für den Besuch, nehme mich raus. Was hören wir jetzt? Was zimpft ich? Ein Tanzer. Und damit verabschiede ich mich aus Seefeld, zumindest von hier, und wünsche viel Spaß. Ja, weil du so schön tanzen kannst, so drama heut noch mal. Hollerei, die Rüde, du ja, hollerei, die Rüde, ja. So lustig frisch, wie das Tanzen ist, aber sonst kein lieber Gott. Hollerei, die Rüde, du ja. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Seefeld. Wechseln auch Sie.